Jawohl, da ist er, der Andi, der Conne, aka. Quatsch. Auf jeden Fall, was ich euch sagen möchte, ich möchte euch nur mal kurz zeigen, warum ich mit Sport angefangen habe, wie ich mich entwickelt habe, damit ihr ungefähr einschätzen könnt, was ich euch da erzähle. Auf dem Bild bin ich 17 Jahre alt, hatte ich einen Körperfettanteil von einem Stück Butter, also 25-30%, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich nicht mehr glücklich. Und hatte echt manchmal Atemnot, mir die Schuhe zuzumachen, so bekloppt das klingt, aber dann habe ich mich am Riemen gerissen und fing dann an, circa 2002 oder 2003 sein, zu trainieren. Also frist die Hälfte habe ich gemacht, war sehr ungesund, habe dann extrem viel verloren, bin runtergerasselt auf 65 Kilo, was auch viel zu wenig war bei 1,78. Und fing dann das Pumpen an, das sieht man dann, naja, sieht man nicht so wirklich hier, also man will gar nicht meinen, aber der Typ auf dem Foto, der hat jetzt 7-mal die Woche trainiert und da sehe ich nicht ansatzweise aus, als würde ich 7-mal die Woche trainieren. Der Fehler war einfach, dass ich extrem zu viel trainiert habe und beschissen gegessen habe und ich habe nicht genug getrunken, was auch nochmal ein Faktor war. Essen ist kein Teufelswerk. Ich hatte auf jeden Fall ein Problem mit Essen, weil Essen war für mich immer dann Sünde, egal was es war. Und davon muss man wegkommen. Und die Sache ist einfach die, Leute, ihr müsst essen. Ernährt euch nicht nur von Eiweißshakes und so einer Plastikscheiße. Es ist völlig legitim, Eiweißshakes zu trinken. Aber zu der Zeit habe ich nur Eiweißshakes getrunken, Schwarzbrot gegessen und Hühnchen. Und das in so niedrigen Mengen, dass der Körper sich gar nicht entwickeln kann. Du hattest gar keine Energie, um irgendwas zu bilden. Ja, und dann habe ich mich da weiter erkundigt und wollte da auf jeden Fall den nächsten Schritt gehen. Und dann sieht man ja auf dem Foto, wenn man meint, ich hätte noch weniger gegessen, was aber Quatsch ist, ich habe locker 1000 Kalorien mehr gegessen. Also zu dem Zeitpunkt 3000 Kalorien am Tag und keine 7-mal mehr trainiert. Also 4 bis 5-mal die Woche haben vollkommen gereicht. Aber wenn, dann richtig. Ne? Und wie habe ich das gemacht? Ich habe dann Low Carb gemacht am Anfang und dann Kilokalorien gezählt. Und man sieht hier eigentlich ganz gut, ich habe in 10 Wochen mehr Erfolge gehabt als in 10 Jahren. Und wieso Kalorien zählen? Kalorien zählen klingt anstrengend, aber ihr müsst erstmal lernen, was esse ich denn da überhaupt am Tag? Ne? Wie viel esse ich? Was ist was wert? Wie viel Energie hat dieses Essen? Und das habe ich dann angefangen zu machen, weil das Low Carb war nicht gut. Bei Kampfsport braucht man Kohlenhydrate, man braucht Energie. Das ist einfach nicht nur jetzt einfach pumpen, sondern da musst du extrem viel Energie haben. Du verbrennst super viel in einer Stunde beim Boxen. Ja, und dann habe ich dann gesehen, wow, ich habe erstmal mit 2100 Kalorien angefangen, das war zu wenig. 2500 Kalorien waren zu wenig und dann bin ich bis 3000 hochgegangen und habe nur leicht zugenommen am Körperfett, aber dafür relativ gut Muskulatur. Und ja, ich will euch einfach nur nahelegen, esst Leute. Oh, man sieht auch hier ganz schön, ich habe da wirklich ein Küchentuch auf dem Kopf. ist auch blau, hier die Crips wären stolz auf mich. Aber war auch heiß. Nö, aber was ich einfach meinte, verteufelt das Essen nicht. Ne? Also Essen ist der Mittel zum Zweck. Also ich muss einfach wirklich mal sagen, beim Training ist 80% Essen, wenn man das sagen müsste. Und 20% Sport. Also andere sagen immer 100% Essen, 100% Sport. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Aber ich muss wirklich sagen, die Stellschraube bei mir, die total falsch war, war die Ernährung. Und was soll man jetzt ändern? Ja, esst Früchte, Leute. Also habt keine Angst vor Fruchtzucker oder so. Ich esse an jedem Tag locker 1 Kilo Früchte aus Äpfeln, Erdbeeren, Bananen und Ananas. Das sind so meine Lieblingsdinger. Und wie gesagt, trinkt viel. Also ihr müsst auf jeden Fall viel Wasser trinken. Der Körper braucht das. Ne? Gerade an die Mädels, die trinken sowieso alle viel zu wenig. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder ein Sixpack haben muss und trocken wie ein Stück Brot. Ne? Aber ich möchte einfach an euch das weitergeben, weil es bringt nichts, sich den Arsch aufzureißen und nach einem Jahr resigniert in den Spiegel zu gucken und zu sagen, boah, fuck, ich habe mich keinen Meter verändert oder es ist einfach tierisch anstrengend und es passiert einfach nichts. Also, bevor ihr euch auseinandersetzt, wie viele Sets ihr macht und wie viele Minuten und Wiederholungen, das ist scheißegal. Geht trainieren, bewegt euch, versucht es halt jetzt sauber zu machen, aber kümmert euch um das Essen, weil das ist die Grundlage. Also, keine Angst beim Essen. Geht auf zum Beispiel If It Fits Your Macros, da kann man ausrechnen, was man für einen Tagesverbrauch hat bei einer gewissen Aktivität. Das hilft euch auf jeden Fall ganz gut, die Kalorien rauszufinden.
Und sonst könnt ihr auch auf MyFitnessPal gehen und da könnt ihr dann euer Ernährungstagebuch führen, was auf jeden Fall auch sehr hilfreich ist. Und wem das alles zu viel ist, der soll einfach mal wirklich erstmal 2 Wochen sich damit auseinandersetzen, wie viel Kalorien, also wie viel Energie er durch Essen pro Tag aufnimmt. Weil viele erzählen mir, oh, ich esse ja nichts, ich esse ja gar nichts. Ne? Die Sache ist die, ihr esst dann einmal abends schwer, euer Stoffwechsel ist total im Keller, weil ihr gar nicht isst den Tag über und nur Kaffee und Zigaretten. Also habt ihr den Stoffwechsel vom kleinen Mädchen und dann wollt ihr abnehmen? Auch an die Mädels, ne? Wenn ich immer höre, ich trainiere nicht, dann kriege ich Muskeln. Ja, was verbrennt denn Muskel? Was verbrennt denn der Muskel? Ja, Fett, Energie. Nicht eure Fingernägel, nicht eure Nasenhaare, nicht eure Fußnägel und auch nicht die, ja, und nicht sonst was. Auch nicht die Zähne. Was verbrennt Fett, Muskulatur? Und ihr werdet nicht aus Versehen kanten. Also das möchte ich mal sehen, dass einer aus Versehen ein riesen Bodybuilder wird. Also trainiert, nicht zu viel, aber hart. Wenn ihr dann trainiert, esst sauber und guckt, dass ihr ein bisschen auf euren Körper hört. Ne? Also zwingt euch nicht zu Sachen. Wenn ihr Hunger habt, habt ihr Hunger und sucht dann Essen, was gesund ist. Ne? Und wenn ihr sündigt, ich sündige einmal die Woche, das ist meistens bei mir der Sonntag, dann haue ich richtig rein, da gibt es alles, was ich will. Und montags geht es dann wieder bis Samstag sauber los. Also es geht alles, ihr könnt alles erreichen. Ich war auch fett und ich weiß, wie das ist. Also ein bisschen Ehrgeiz an der richtigen Stelle und es geht ab. Ich wünsche euch was, haut rein, ciao.